Der kürzeste muss in der Mitte. Ja. Warum eigentlich? Wegen auf den Kopf gucken. Ja, damit es nicht ganz so aussieht wie die drei Orgelpfeifen. Ja. Na, also, das umgehen wir damit. Also, moin, moin. Moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute unterwegs an einem kleinen See und wollen mal gucken, was hier so für Fisch drin rumschwimmt und was wir so verhaftet kriegen. Mit dabei heute mal am Start Kimme. Habt ihr ja schon ein paar Mal bei uns gesehen. Und Karpfenexperte, würde ich jetzt mal so sagen. Na. Wir werden mal sehen, was bei rauskommt heute. Wir haben verschiedenes Angelgerät dabei. Peter, was haben wir so? Grundangel, Posenangel, Karpfenschleie, Aal, Hecht, Bellyboot. Ja, und zu mir sagt er gestern Abend noch, Belly kannst du zu Hause lassen. Ja, weil wir eigentlich woanders hin wollten. Ja. Und da eigentlich, wie war das? Eigentlich ist eigentlich kein Wort. Genau. Also das nächste Mal tatsächlich packe ich einfach alles ein und dann... Ist besser. Genau. Manchmal. Haben ist besser als brauchen. So, richtig. In diesem Sinne, wir werden aufbauen genau. Und gucken, dass wir ein paar Fische ans Band kriegen. Ja, ich beobachte hier steigen Kleinfische, also vielleicht auch ein Barsch unterwegs. Mal gucken. Ja, denn auf geht's. Auf alle Fälle habe ich was mit. Los, aufbauen. Aufbauen. Außerdem habe ich Hunger, Peter muss noch kochen. Ja, nee. Ich habe Frühstück gekriegt hier heute, ne? Ja. Ja, also. Frühstück fällt aus. Nee, ich glaube nicht. Ich muss angeln. So, auf geht's. Und ich muss mit Belly raus, so. So, Peter am Telefonieren und mit Aufbau beschäftigt, Kimme mit Aufbau beschäftigt und Heiko tatsächlich die erste Rute im Wasser. Heute bin ich mal erster am bzw. im Wasser. So, während Peter jetzt hier mittlerweile auf dem Steg angekommen ist und sein Hightech-Gerät aufbaut mit elektronischen Bissanzeigern, ich zeige die gleich nochmal, und dazu noch eine Funkbox, bin ich natürlich oldschool unterwegs, habe eine Rute, die ich ja hier vorhin gerade gezeigt habe, rausgeschmissen, die steht da und gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit man das auch sieht. Bei mir gibt es nochmal eine ordentliche Glocke als Bissanzeiger. Peter ist ja eher nicht so ein Freund von. Ich hasse die Dinge. Wisst ihr warum? Wenn man nachts angelt, ne, das Duster ist, der ist totale Stille hier in der Wildnis. Und dann geht so eine scheiß Bimmel los. Im Umkreis von 300 Meter ist alles, was hier an Getier ist, wach. Und wenn du dann Biss hast, hast du keine Zeit, die rauszunehmen. Also drillst du erstmal und bimmel, bimmel, bimmel. Ich hasse die Dinge. So, ich baue die definitiv vorher ab. Dann hast du den Fisch rausgezaubert, dann beköderst neu, dann wirst du wieder aus, dann bimmelt immer noch. Und die Vögel und Kleintiere fragen, ob die zur Arbeit müssen. Also, ich hasse die Dinge. Peter hat Puls. So ein elektronisches, sicherlich. Klar, aber den kann ich so leise stellen, dass ich die Funkbox bei mir am Schirm höre und hier draußen ist absolute Ruhe. Aber was man auch wieder dazu sagen muss, ist immer eine Kostenfrage, weil ich habe vorhin mal mit Kimme gesprochen. Kimme, seine Funkdinger kosten mal eben knapp 400 Euro. Ja, und bei mir haben die 100 gekostet. 100? Drei Bissanzeiger mit Funkbox, also geht auch. Geht dann auch schon, ja. Ja, natürlich. Ja. Und sind wasserdicht, das ist wichtig. Meine Glocke 49 Cent. Ja. Angelglocke. Die Angelglocke, ja klar. Eine Glocke kostet 49 Cent. Ja, auch nicht schlecht. So, Peter hatte Ruder in der Hand, weil wir konnten gerade die Pose nicht sehen und sie ist wahrscheinlich komplett weggetaucht gewesen. Peter, hast du sie mittlerweile gefunden? Ne, ist gerade nicht zu sehen. Boah, gleich. Kimmel! Wenn wahrscheinlich eine Plötze. Schön, Plötze und Kimmel kommt hier mit einem 3 Meter Durchmesser vom Kescher. Also ich denke Rotfeder oder irgendwie so. Zack. Peter hat seine Pose wieder. Kimme kann den Kescher weglegen, weil
Haken leer. Also ich denke kleine Rotfedern oder sowas. Also das war nicht. So lange wie wir den haben ziehen lassen, hätte was kommen müssen. Das stimmt, also nicht ja. Wir haben einen ziehen lassen. Herr Fischer hat den Köder durch die Gegend gezogen. Ja, nur mal so. Auf ein neues. Auf ein neues, weil ein paar Maiskörner habe ich da schon mal hingeworfen. Und heißt schnell neu beködern. So, da wir alle nach Essen schreien, hat Peter sich mal rangemacht und seinen Kocher aufgebaut. Und gleich gibt es lecker Frühstück, Mittag oder wir sagen mal Brunch. Also ich mache erst Heiko, sag ich, weil Heiko ist ein bisschen anders als wir. Aber als wir Triple gedreht haben, da war das schon mal zu sehen. Das stimmt. Das verlinken wir gleich nochmal oben. Jetzt, ja. Wo du es ansprichst. Genau. So, also, hopp, hopp, wir haben Hunger. Ja, toll. Zapperlot. Zapperlot, genau. Jetzt machen wir schön mal Kaffeepause. Zumindest Kim und ich. Heiko ist noch im Steg. Der muss da noch ein bisschen was angeln. So, ein paar Plötzen haben wir jetzt schon raus. Dann haben wir hier noch Lennox. Hallo. Und da haben wir Kimme. Und Kimme hat ja megamäßig. So, super, so halt, leckeren Kaffee, ne? Ja, halt mal hoch die Tasse. Oh, ist ja der Hammer so. Ja, hier muss ich ja so trinken. Eine schöne Einhorntasse. Ah ja. Wer es braucht, ne? Ist ja so. Ja. Trotzdem willst du mal mir im Schlafsack. Ja. Ja, wir haben beschlossen, wir bleiben heute Nacht hier draußen und mal gucken, was geht. Probieren wir mal, ne? So ein bisschen Karpfen, ein bisschen Aal. Mal schauen. Fisch. Bisschen Fisch. Und nochmal da auf dem Steg. Schön hinter den Bäumen. Da steht Heiko nochmal. Wir melden uns später, weil ich werde das Belly jetzt fertig machen und werde mal ein bisschen gucken, wie tief das so hier ist, ringsrum, wo wir angeln. Vielleicht ergibt sich da ja mal was. Und Heiko mit Fisch. Na, das passt ja. Ich wollte die Kamera gerade wegpacken. Eine kleine Plötze. Petri! Petri, danke! Tja, ja, wir haben den ganzen Tag haben wir jetzt rumexperimentiert. Peter und Kimme sind vom Wasser erstmal zurück. Ja. Ja, erstmal. Wir haben ja mal die Tiefen geguckt, wie sich das hier so drin verhält. Also es ist eigentlich eine Badewanne mit ein paar kleinen Sachen, die wir aber nicht so verraten. Also das mache ich nicht so. Und wir haben hier den ganzen Tag so ein bisschen mit Mais geangelt, ein bisschen Friedfisch. Haben ja gehofft, dass man eine Schleie vorbeiguckt oder so, aber ich denke mal, das kann heute Abend noch passieren. Ich werde die Montage nachher ein bisschen umbauen. Auf jeden Fall ist da gerade schöner Blasenteppich. Ja. Werde eine Leuchtpose dann drauf machen und dazu hätte ich dann auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber da wollen das wir das nachher machen. Ja, ja, das machen wir nachher. Ja. Ne, aber so, ja. Wollt ihr also, was zu eurem kleinen Ausflug nochmal sagen? Ja, also, wir waren da ein bisschen Hechtangeln. Ja. Ein bisschen. Bisschen Loten waren wir. Ja, mit Gummifisch. Gummifisch. Die lügen, ohne rot zu werden. Die lügen, nee, ohne rot zu werden. Nicht so. Haben wir ja gemacht. Haben wir ja. Also ich habe einen Gummifisch immer gejickt hier durch, damit ich gucke, wie der Grund ist, ob der weich ist, ob der fest ist. Ist nicht so schlammig, also ist gar nicht so verkehrt. Ja. War recht gut. Und ich denke mal auch gut Muscheln drin und so. Hat natürlich Potenzial. Mhm. Also, Fazit soweit erstmal. Raubfischbestand ist recht gut. Ja. Also, habt ihr gezeigt?
Ja. Konnten wir leider nicht alles jetzt zeigen. Ein paar Sachen werden wir mit einschneiden, da Peter seine GoPro mit hatte. Mhm. Aber die Hauptkamera war natürlich nicht mit unterwegs. Da Peter ja zu mir gesagt hat, da reite ich jetzt aber auch nochmal richtig drauf rum. Peter hat zu mir gestern Abend gesagt, lass dein Belly zu Hause. Ja, weil wir haben an den See geplant. Das stimmt, da hat er tatsächlich. Da hätten wir das Belly nicht gebraucht, weil da wäre anderes Angeln gewesen. Ja. Also, und da ich mein Belly immer im Auto habe. Und keine Ausrede, ne? Ich habe dir mein Schlauchboot angeboten. Ja. Das stimmt, ja. Das ich will gut. Nicht. Nee, fahr du. Seht ihr? Also, hier, Heiko. Ja. Heiko. Oh, ja. Wer hat Schuld? Kimme 2. Ja. Naja, also Fazit aber noch, sind ein paar schöne Hechte rausgekommen tatsächlich. Und, ja. Aber deutlich mehr Plötzen. Ja. Tagessieger. Naja, deutlich mehr Plötzen. Ja, deutlich mehr Plötzen. In der Zeit, wo ihr unterwegs wart, habe ich hier tatsächlich auch Plötzen geangelt. Ja, ja. Das hat ja auch keiner gesehen. Doch, ich denke schon. Ja, doch. Also. Läuft ja. Ach so. Also, schöne Plötzen ist natürlich auch geil für die Pfanne, ne? Ja, hätte man machen können. Nein, wir haben genug zu essen mit. Und, ich wollte gerade sagen, wir waren ja heute früh shoppen. Ne? Ja, das hatten wir ja schon mal gesagt vorhin. Und da kommen gleich ein paar leckere Sticks noch in die Pfanne. Ja, toll. Ja. Das Peter bekommt nichts ab. Ich glaube, ich lasse sie anbrennen. So rum wird ein Schuh draus. Das ist egal, Hauptsache Fleisch. Kann auch schwarz sein. So, zum Brand. So. Peter muss jetzt ab an die Pfanne. Kim und ich werden uns hier auf dem Steg noch ein bisschen was gemütlich machen. Und Peter ärgern, wenn wir einen Fisch rausholen und er an der Pfanne rumsitzt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also. Auf alle Fälle weiß ich, wer an der Pfanne sitzt, wird nicht hungern. Das ist nicht schlimm. Na, wir haben ja noch Kekse. So. Ach, ihr habt noch Kekse. Ja, okay. Naja, ich bin ja dahin. Also, ab an die Pfanne. Wir gucken mal. Und wir gucken, dass wir hier einen Fisch rauszaubern. Auf jeden Fall. Was? Hinten an meinem Vorderplatz ist auch Bewegung. Das ist nicht dein Vorderplatz. Ein bisschen weiter links. Ist das nicht ein geiler Blick? Wir waren gerade schön beim Essen, da hörten wir den Bissanzeiger von Peters Grundrute. Und Peter, hast was dran? Kraut. Kraut. Kraut ist kein Fisch. Wäre aber eine klasse Beilage gewesen zum Essen, was du gerade schön gemacht hast für uns. Das ist tatsächlich kein Fisch. Ehriges Tausendblatt. Ja, denn der Wurm sieht auch nicht danach aus, als wenn da was dran war. Aber er war, also... Der hat die Angel fast reingezogen. Ja. Nee, ehrlich. Ehrlich, das war so. Also ich denke mal, dass das vielleicht Krebse sind oder so. Der zieht die Angel, glaube ich, nicht rein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Na gut. Ich würde ja schon fast eher sagen Friedfisch. Ja, oder ein Brassen oder so, ne? Dann wieder rein das Teil und gucken, ob was geht. Genau. Oh, Peter mit dem nächsten Biss. Zumindest hat der Bissanzeiger was gesagt. Und Peter meint auch, er nimmt gut Schnur, oder? Aber jetzt im Moment gerade nicht. Okay. Aber Leute, ist das nicht geil? Guckt euch mal den See an. Hammer Sonnenuntergang und dazu die Naturgeräusche. Also der Fisch ist nur ein kleines Stück gezogen im Köder. Und das war's dann wieder. Da ist was. Ja, jetzt ist das Fleisch von der Schnur geworden. Hier vorne tanzt die Pose rum. Und da hinten. Und Peter hat einen Fisch. Oder Kraut. Also Kraut und... Kraut und Fisch. Den ersten Art. Wow! Petri! Es war noch ein bisschen klein, aber... Aber Aal ist da. Petri, hi, mein Lieber. Petri, dank. Der ist aber zu klein. Der muss wieder zurück. Ganz schnell. Ganz schnell. Ja, es wird langsam Abend. Die Dämmerung setzt ein. Wir wollen auch mit einem optischen Bissanzeiger angeln heute Abend. Das heißt mit einer Pose.
Und soll ich so rübergehen? Ja. Leute, ich soll mal so rübergehen, sagt Heiko. Sieht man nicht besser. Ach so, man sieht nicht besser. Ja, also wir wollen mit Pose angeln und ich bevorzuge sowas. Und Heiko, zeig mal deine Posen. Ich habe mal aus meinem Repertoire, was ich seit Ewigkeiten in Schuppen rumliegen habe, habe ich mal das hier mitgebracht. Damit Peter mal erklären kann, den Unterschied zwischen seinen High-End-Posen und meinen, in Anführungszeichen, Vorkriegsmodellen. Nein, Vorkriegsmodelle sind das nicht. Haben natürlich ihre Berechtigung, ist ganz normal. Aber ich bin da einer, der auch ein bisschen feiner fischt, deswegen auch sowas hier. Und das ist trotzdem eine Leuchtpose. Das ist eine mit einer Diode. Und warum ich die bevorzuge, werde ich euch gleich mal erklären. Wir bauen die aber erstmal auf, oder? Machen wir. Alles klar. Gehen wir sonst noch ein kleines Stück zurück. Ich komme dann auf dich zu, wenn wir es nötig haben. Mhm. Gehen wir noch ein Stück zurück. Schade, hat nicht geklappt. Tja, aufgebaut ist die Montage ganz klassisch. Langes Vorfach nehme ich hier zum Aalangeln. Karabiner, Sicherheitskarabiner mit Wirbel. Kleines Bleischrot, schweres Bleischrot, also das Schwere immer nach oben. Wegen Hebebisse, da merken die Fische das nicht so. Und ich fische hier eine Pose mit einer Diode drin. Nicht hier, so. Die lasse ich schon immer drin, ne? So. Und dann leuchtet meine Pose im Duster. Also die Antenne so ein bisschen, ne? So wie man sehen kann. Ne, sehen wir tatsächlich nicht. Aber wenn es nachher dunkel ist. Wenn ich so mache. Da sieht man ein kleines bisschen. Genau. Also man sieht auch nicht so viel. Oben den Punkt sieht man jetzt mal in Rot. So, ne? Muss ein bisschen bewegen, so. Glaube ich. Ja, wenn ich das so. Also wechselt auch die Farben, was natürlich okay ist. Und ja, wird jetzt ausgelotet und dann geht's los. Vorteil nochmal gegenüber den Vorkriegsmodellen? Ja, das heißt, Vorteil ist, sie hält natürlich wesentlich länger nach dem Angeln. Nehme ich die Ode raus, drehe sie um, dass ich das austarierte Gewicht immer habe. Und beim Knicklicht wegschmeißen. Viel Chemie. Ne? Eine Nacht angeln, im Kühlschrank packen, vielleicht noch die zweite, aber dann ist Schicht im Schacht, dann muss man die wegschmeißen. Mhm. Aber das, was ich auch als ganz großen Vorteil sehe, das, was du letztes Mal irgendwie schon mal angesprochen hattest, ist ja die Leuchtkraft von den Knicklichtern. Die ist natürlich enorm. Enorm und deshalb ja. Im flachen Gewässern irgendwie gar nicht so gut. Das ne? ist ja, also schön ist es. Kimme, kann ich dir die mal geben? Natürlich. Also, wenn ich jetzt mal so eine klassische Knicklichtpose nehme, ich mache oben Röhrchen, ne? Knicklicht hier rein und das strahlt natürlich nach allen Seiten ab. In flachen Gewässern durchaus nachteilig, weil Fische, die kennen das natürlich nicht und hauen auch meistens ab, also reagieren durch Standortwechsel, was man machen kann. Also als ich noch mit Knicklichtposen geangelt habe, ein Edding, gib mal ein Knicklicht, kann ich ja mal zeigen, so grob, ne? Ja. So. Also nehmt euch ein Edding, wenn ihr mit Knicklicht unbedingt angeln wollt. Dann malt ihr das hier bis dahin schwarz, hier komplett, dass nur noch die Spitze hier oben zu sehen ist. Dann strahlt das zur Seite ab, nach oben, aber nicht mehr nach unten. Wenn das gesamte Knicklicht dagegen abstrahlt, ne, dann kann das auch nach da abstrahlen. Und das nehmen die Fische im flachen Gewässer natürlich wahr. Also im tiefen Gewässer, da spielt es nicht so die Rolle, aber im flachen Bereich dann eben mit dem Edding schwarz anmalen, dann geht das auch. Ne? Und man braucht ja auch nur den kleinen Punkt sehen. Mehr braucht man ja nicht. Genau. Also von daher, ja, wir schauen mal. Ich habe die andere Montage noch auf Mais. Die werde ich jetzt umbauen. Kommt ein Tauwurm drauf. Und die habe ich schon fertig. Die muss ich noch ausloten. Dann kommt auch ein Tauwurm drauf. Die werden wir dicht an eine Kante legen. Und die andere werden wir ein bisschen weiter nach draußen legen. Genau, dann lass uns mal loslegen. Lass uns loslegen, auf dass wir noch vielleicht einen Aal fangen, ne? Genau. Einen zweiten. Tja, die Aalangelei ist natürlich sehr interessant. Allerdings
sind die Aalbestände insgesamt ja sehr, sehr rückläufig. Also da gibt es gar nicht mehr so viele von. Er hat aber mehrere Ursachen. Also das ist nicht nur der Angler oder nur der Fischer, sondern da spielen noch viele andere Faktoren auch eine Rolle. Und für mich gehört der Aal eigentlich schon lange auf der roten Liste. Ich weiß, viele denken da anders drüber, aber in Fließgewässern angle ich schon seit gut 15, 20 Jahren nicht mehr auf Aale. In abgeschlossenen stehenden Gewässern ja, weil da gehört er nicht hin. Und hier kann er sich auch nicht fortpflanzen, weil er ein katadromer Wanderfisch ist. Das heißt, er lebt im Süßwasser und leicht aber im Salzwasser in der Sargassosee. Und bis der denn hier als Glasaal wieder ankommt, vergehen da so 2 bis 3 Jahre. Ne? Und dann hat er hier so ein Wachstumsstadium, also Fressstadium sagt man erstmal, der Gelb- und Steigaale, so werden sie genannt, bis zur Geschlechtsreife und dann wandern sie wieder ab. Wobei die Rogner durchaus bis 1,50 Meter lang werden können und bis zu 6 Kilo schwer. Und die Milchner, also die männlichen Fische, allerdings nur so um die 50 cm. Deswegen sage ich immer so, alles was nachher über 55 ist, ist mit Sicherheit ein Rogner, ne? Also weiblicher Fisch. Also hier haben wir keinen Zug, keinen Abfluss. Hier sind Aale drin, besetzt worden und hier können wir sie auch angeln. Aber in Fließgewässern, also meine Meinung dazu, da lasse ich sie in Ruhe. Sollte man so machen. Aber deswegen schmeckt er trotzdem ganz gut. Mit Sicherheit. Ja. So Leute, während ich mich jetzt gleich verabschieden werde, weil ich muss ja morgen zu so einem Meeting bzw. Online-Meeting, was ich da machen muss und dazu brauche ich meinen Rechner, haben sich Kimme und Peter gerade mal ein bisschen häuslich eingerichtet. Wir gucken uns das mal an, was da so der Unterschied ist. Und dann könnt ihr mal sagen, der eine ja okay, der andere, also verrückt. Verrückt. Belly-Verliebtheit. Nee. Mal sehen, was euch so für Wörter einfallen. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Wir gucken uns das Ganze mal an. Also, wir gucken uns mal erstmal Kimme an. Kimme, man kann das noch so ein bisschen sehen, Zelt. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter rein. Der hat hier ein schönes Bett gebaut. Ich glaube, Peter, wir müssen mal ein bisschen mehr Licht, bitte. Ja, so sieht man das schön. Schön mit Schlafsack, mit Liege, Campingliege und einmal schönes Zelt drüber. Daneben hat er sogar so ein Tischchen, wo er sich nachher einen Wecker raufstellt oder was auch immer. Da hat er auch seinen Bissanzeiger für seine Routen. Und jetzt Peter. Peter, du musst schon dahin leuchten. Der traut sich gar nicht. Schirm, ja, okay. Und jetzt? Belly. Luftmatratze, was auch immer. Also, das ist tatsächlich sein Bett für heute Nacht. An der Seite. Das kann man jetzt nicht so sehen, da steht tatsächlich Elling. Also das ist das Bellyboot, mit dem Peter heute draußen auf dem Wasser war, umfunktioniert zum Schlafsack, würde ich jetzt nicht sagen, aber kleine Couch. Warum? Dann brauche ich nicht eine Liege mitschleppen extra und so. So kann ich das ausklappen, fertig. So kann ich den Sitz nach vorne klappen und habe eine schöne Liegefläche, fertig ist der Lack. Ja. Ja. Gut Leute, also in diesem Sinne, schreibt einfach mal in die Kommentare, welches Bett euch besser gefällt, wo ihr drinnen schlafen würdet oder auch nicht. Ich werde mich jetzt verabschieden. Also ich bin noch eine Stunde ungefähr hier, aber das wird jetzt mittlerweile so dunkel, dass man mich jetzt schon gar nicht mehr sieht. Oh, da ist es wieder. Und von daher, ich wünsche den beiden auf jeden Fall eine gute Nacht. Peter behält die Kamera noch da, falls da noch mal irgendwas sein sollte. Da ist er genau. Noch mal. Wenn da mal ein Fisch beißt und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen oder wie auch immer, dass wir mal gucken, was da morgen Mittag. Morgen Mittag. Eventuell. Eventuell. Wir telefonieren nochmal. Ja. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Viel Spaß noch mit den beiden, wenn da noch was passieren sollte. Ansonsten kommt morgen nochmal eine kleine Abmodi und dann war's das. Genau, so machen wir das. Also, schönen Abend. In diesem Sinne, bis dahin.
Bis dahin. Tschüss. Ich habe dann nochmal Kontrolle gemacht bei Kimme, ob das auch alles so funktioniert. Hier hast du mal. Und gleich. Bring die Telefone weg. Und dann hat auch gleich nicht nur der Test funktioniert, sondern tatsächlich auch noch ein Biss bei Kimme. Und er ist jetzt gerade im Drill. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Route irgendwie hinkriegen, dass wir die mal ein bisschen zeigen können. Aber ich glaube nicht in dem Dunkeln. Und Kimme, was hast du für ein Gefühl? Geht gleich in eine Schnur. Willst du ihn rüber drillen oder willst du rausfahren? Kann auch. Bis jetzt sieht es noch so aus, als wenn er gut mitkommt. Dann kann ich dir nämlich die hier raus. So ist er natürlich nur, wenn er hier zwischen der Feder schießt, ne? Boah, da, bis dahin ist er durch. Peter hilft schon mal und nimmt die eine Route raus. Falls doch noch mal einen Karpfen oder falls Kimme ins Boot umsteigt und vom Boot aus drillt, damit der Karpfen nicht hier unter den Steg abhaut oder ins Schilf. Weil wir gehen jetzt mal ganz fest davon aus, dass es tatsächlich ein Karpfen ist. Dadurch, dass Kimme die Routen ja bis ans andere Ende gebracht hat, dauert das natürlich ein bisschen, bis der Karpfen hier rüber gedrillt wurde. Zieht einmal komplett nach links rüber. Ja. Aber du hast ja hier abgesenkt, ne? Die Beine sind abgesenkt, ja. Ja, das kann aber sein, denn, dass ich meine rausnehme. Die Grundrouten. Ja, alles gut. Kriegst du ihn dran? Ja, ja. Da vorne kommt er schon. Oh ja. Auf alle Fälle kommt da Fisch. Der geht nach links. So, jetzt halte ich das Netz aber tief genug. Ja. Jawohl. Ah. Petri! Warte, mich guckt ziemlich mit. Kimme, komm, haben wir. Geil. Petri Heil. Petri Kimme, was ein schöner Karpfen. Ja, Petri, Dank. Schöner Fisch. Milchner und der will läuft. Sich fortpflanzen. Was hat es jetzt für einen Köder? Läuft. Ein Boilie, ne? Ja, einen fischigen Dumble. Ja. Petri, Kimme gerade den ersten Karpfen verhaftet. Ich bin zum Glück auch noch da, weil Peter hat nebenbei auch zu tun mit seiner Route, dass die jetzt rausgenommen werden. Und ja, Kimme gerade bei die erste Route neu zu beködern, da marschiert die nächste Route ab. Alter, ist hier losgeheimert, wa? Der ist richtig losmarschiert. Oh. Der muss schon gleich hier vorne sein. Was? So fix? Jetzt kommen Brassen raus. Nein, das sind der Karpfen. Auf jeden Fall ein Durchstarter. Ja. Ich hab gedacht, du wärst bei mir nicht. Ich leg mal einen Kescher hier hin. Ich nehme mal vorsichtshalber die Pose ein bisschen raus. So. Hier liegt alles durcheinander. Auf den großen Köder. Das war der große, ja? 24er. Hm. Ja, geil. Jetzt fehlt nur noch die Maiskette, ne? Ja. Kann ich mir so viel zeigen. Oh, ein Stückchen ist noch so, wie es aussieht. Ja. Ich merke das an der Spule, ne?
Eine gute Länge, auf jeden Fall. Was ist das? Flach nur Knoten? Nee, ne? Nee. Ja, die sehen so an wie die Knoten. Oh. Jetzt ist der Schlag nur Knoten. Okay, dann ist nicht mehr viel. Schon Welle. Hier hinten auch Platte kriegen. Auf die Seite geht. Musst du rüber? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Oh ja, ich sehe auch was. Oh ja. Das sieht man leider mit der Kamera jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall ganz dicht vorm Steg. Wenn du den oben an der Oberfläche behältst, kriegen wir ihn gleich. Abschöpfen. Schuppi, ich glaub's nicht. Ah, was nehmen, Junge? Kimmel, Schuppi. Schöner Fisch, ne? Makellos. Was hat er hier? Da muss Kimmel ganz schön pumpen, dass er den auch gehalten kriegt. Nochmal dickes Petri von uns. Ja, vielen Dank, ne? Natürlich. Schöner Fisch. Hammer. Doppelschlag. Ja, und das in so kurzer Zeit. Mega. Ja, wäre fast ein Doppelrang geworden, ne? Ja. Also Kimmel mit seinem nächsten Karpfen, das ist jetzt 0 Uhr. Wir haben eben mega ran gehabt. Und ist natürlich vom Licht her nicht mehr so schön. Aber was ein massiver Fisch. Also das ist ein 15 Kilo plus. Was ein schöner großer Karpfen. Dickes, fettes Petri. Vielen Dank. Kimmel, der ist richtig dick. Die haben wir uns verdient heute, ich sag es dir. Ja, das haben wir. Also der wird schnell versorgt und dann schauen wir mal, ob noch was geht. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Dickes Petri. Ja, vielen Dank. Schöner Fisch. Vierter Fisch jetzt, ja? Der vierte Karpfen heute, also ist der Hammer. Herrlich. Ja, dickes Petri. Petri, danke, mein Lieber. Tja, so schnell geht das, die Nacht ist wieder vorbei. Ansitzangeln das erste Mal Aal, Karpfen, Schleie. Schleie war nicht dabei, aber Aal und Karpfen. Heute Morgen um 4 hatten wir noch mal einen. Ja, und jetzt geht's wieder auf Richtung Heimat. Also in diesem Sinne, wir machen noch mal Hecht. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Restsonntag. Heiko, Kimmel, Peter. Tschüss.